Willkommen bei der zweiten Ausgabe der YouTube-Zeitreise Flashback, wo wir nostalgisch zurückblicken zu Zeiten, wo TikTok noch ADHS hieß, die Biene Maya noch aus weniger Plastik bestand als Katja Krasewiese und wir am Kiosk uns noch mit Süßigkeiten uns dermaßen den Magen vollstopften, dass wir im Freibad mehr herumtollten als das Eichhörnchen aus Ab durch die Hecke. Ich muss zugeben, als kleines Kind war ich viel öfters im Freibad als heute. Gerade mit dem Chlorgeruch kann ich persönlich nicht so viel anfangen und vor allem mit diesen nervigen Kindern, die dort dann immer vor meinen Füßen rumtollen. Und allgemein bin ich nicht so die Wasserratte. Aber damals war das kühle Nass der verdiente Urlaub eines Viertklässlers nach überstandenen Blockflötenunterricht. Einfach bisschen planschen auf der Wiese, bisschen Fußball spielen und darauf achten, nicht in eine Wespe zu treten, weil die Wespe dich sonst dermaßen besticht wie Loredana ein Rentnerpaar. Aber was auch so richtig schön war, waren die heißen Bikini-Girls. Ach nein, ich vergaß, in dem Alter galten Mädels noch als eklig und man tauchte sie noch bevorzugt so lange unter Wasser, dass Titanic dagegen nicht so eine Tragödie war. Aber das wahre Highlight war der Kiosk, das Schlaraffenland für Kinder mit zu viel Taschengeld, der Kollateralschaden für den Geldbeutel, die Pforte zur Diabeteshölle. Die kleinen Kinder, die davor stehen, sind auch solche Winzlinge, die können kaum über den Verkaufstresen gucken, aber geshoppt wird schon wie die Mutti beim Wochenendgroßeinkauf, wie so ein Weltmeister. Ob weiße Speckmäuse, Gummibärenschlangen, diese kugeligen Kaugummis, die nach 10 Sekunden auch schon überhaupt keinen Geschmack mehr haben, dann Center-Schocks, die so sauer sind, dass nur der Kieferorthopäde deine verzogene Kiefer wieder einrenken kann. Und natürlich das Kaktuseis. Ich muss auch zugeben, das Kaktuseis prickelt mehr als mein liebes Leben. Oder kennt ihr noch diese Muscheln, wo man dran lecken konnte? Und ich kann nur hoffen, dass der Patrick Kant beim Schnitt hier das richtige Bild einblendet. Aber auch die Pommes mit Ketchup schmeckten im Freibad immer am besten, noch vor jedem McDonald's. Hätte ich doch damals als Kind das Geld nicht nur in den Kiosk gesteckt, sondern in Bitcoins investiert. Aber ja, als Kind ist man halt noch unglaublich simpel mit Gummibärchen aus Tierfett zufriedenzustellen oder ungarischen Chips, die Funny Fish Fact tatsächlich Borsten von Wildschwein enthalten. Naja, wieder was gelernt. Und einer, der bestimmt auch ganz viele Süßigkeiten konsumiert hat, ist... Und nein, ich leite jetzt nicht auf Unholy über, das wäre fies, sondern ich spreche von den Kandidaten aus Takeshis Castle, die bestimmt immer viel Zucker-Intus brauchten, um diesen Hindernisparcours zu überstehen. Und damit reisen wir ins Jahr 1999, denn dort lief am 16.08. zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf DSF die Kultshow Takeshis Castle aus Japan, die dort sogar schon seit 1986 existierte. Takeshis Castle war gewissermaßen ein Blueprint für moderne Action-Game-Shows. Im weiteren Sinne war die japanische Sendung auch ein Vorläufer von so Shows wie Schlag den Raab. In Takeshis Castle versuchen dabei 100 bis 150 Teilnehmer zusammen mit dem General Hayati Itani die Burg von Takeshi zu erstürmen. Verzeiht auch bitte meine Japanischkenntnisse. Dabei müssen die Teilnehmer 9 von hunderten von den Tappen und die Verteidiger von Takeshi bestehen. Und danach kommt der große Showdown. Der Fürst tritt persönlich mit seinen Verteidigern gegen die restlichen Kandidaten und den General an. Insgesamt gab es ca. 133 Folgen und bei den internationalen Ausstrahlungen wurde dann der sachlich nüchterne Stil der japanischen Kommentatoren durch humorvolle Anmerkungen und Sprüchen ersetzt und von Komikern neu synchronisiert. So entstand das Takeshis Castle, wie wir es heute kennen, als einen herrlich bekloppten Klamauk. Nichts anderes als eine Art reale Umsetzung von Jump'n'Run-Computerspielen wie Super Mario. Und dafür braucht es eigentlich auch nicht viel. Eigentlich nur schmerzbefreite Menschen, die sich im Fernsehen freiwillig zum Affen machen wollen und mit einem Lächeln zu Beginn allerlei Hindernisse überwinden. Ob wegbrechende Steine, rotierende Walzen, Labyrinthe oder Wackelbrücken. Dazu kamen dann noch Monster, die sich irgendwie mit Farbe einschmierten und mit Wasserpistolen sowie Volleybällen um sich schießen. Ja, und die dann dafür sorgten, dass dem Kandidaten am Ende das Lächeln wieder verging, dafür aber der Zuschauer ein breites Grinsen der Schadenfreude versprühte. Und ich weiß, es ist herrlich primitiv, aber mir hat es Spaß gemacht, Leute zuzusehen, wie sie gegen verschlossene Türen rennen oder den Schlamm abküssten. Nachdem Takeshis Castle zunächst von 1999 bis 2001 auf DSF lief, lief es dann vom 3. Juli 2007 bis zum 2. September 2008 auf RTL 2 und da bekam ich es dann noch mehr mit. Allerdings muss man sagen, dass diese neu synchronisierte Fassung auf RTL 2 sehr viele Kürzungen von Sketchen enthielt und deswegen nicht so mit der DSF-Fassung mitkam. Und dennoch war das ganze Pflichtprogramm nach getanen Hausaufgaben. Man muss sagen, Takeshis Castle war absurd, bunt und actiongeladen und wir spielten oft in Jugendfreizeiten die Hindernisparcours nach und veranstalteten unser eigenes Takeshis Castle. Und bei allem Klamauk blieb es trotzdem stets freundlich und harmlos. Es bot Action, ohne seine Teilnehmer zu gefährden. Die trugen meist Schutzhelme und außerdem kamen weiche Materialien wie Styropor zum Einsatz. Und als Sahnehäubchen beinhaltete die Sendung auch immer wieder tolle Anspielungen auf die japanische Kultur. Gar nicht mal so das Schlechte nach einem harten Arbeitstag.
Und diese Frische im Fernsehen war bei all diesen langweiligen Talkshows oder Quizsendungen damals etwas, was ich positiv in Erinnerung gehalten habe und weiterhin werde. Ich feiere Takeshis Castle immer noch und nun reisen wir tatsächlich nun zu Unholy, der uns nun zu seinem ganz persönlichen Flashback mitnimmt. Als mich der geschminkte Widescreen gefragt hat, ob ich über etwas Nostalgisches reden möchte, kam mir sofort dieser eine Gedanke. Durchzocken. Einfach mal sich abends um 18 Uhr mit Freunden im Teamspeak treffen und bis 24 Uhr Counter-Strike Source oder so durchzocken. Dort natürlich die guten alten Jail, Surf und Minigames-Maps. Und ich hoffe mal, dass die Zuschauer von Blacky wissen, was Surf und Jail-Maps sind. Oder überhaupt Counter-Strike Source. Und damals, als wir einen kleinen Minecraft-Server über Hamachi gehostet haben, weil sich einfach keiner eine Paysafe-Karte kaufen konnte, um bei Nitrado einen Server zu mieten. Dort gab es dann auch die ersten großen Netzwerke, die entstanden sind, bevor Hamachi die Nutzerzahl pro Netzwerk auf 5 beschränkt hat. Die guten alten Zeiten. Einfach mal ohne Stress, Arbeit im Kopf oder ähnliches durchmachen und am nächsten Tag in der Schule komplett K.O. sein und einpennen. Heutzutage ist das leider nur noch am Wochenende möglich und das auch nur, wenn deine Freunde keinen Wochenenddienst haben. Und dann meldet sich um 2 Uhr nachts trotzdem dieser alte Sack, der sich Gewissen nennt und sagt mir, dass ich gefälligst schlafen gehen soll. Oder wie man damals mit 7 Leuten im Keller saß, alle miteinander über LAN verbunden, während das Netzwerk eingebrochen ist und sich alle versucht haben, bei Steam anzumelden. Nebenbei hat dann bei Counter-Strike noch die gute alte Horror-Map geladen. Das waren noch Zeiten. Dankeschön an Holly für deinen Gastpart. Und an Holly hatte vor kurzem Geburtstag, also erstmal alles Gute nachträglich hier von meiner Seite. Und mach den doch so als kleines nachträgliches Geburtstagsgeschenk gerne die 800 Abonnenten voll. Würde mich sehr freuen. Zum Schluss möchte ich mich nochmal bedanken bei euch und zwar erstmal für eure Geduld. Denn dieses Video hat jetzt ein bisschen gedauert, aber es ist einfach so, wie ich euch im letzten Video auch geschildert habe, dass ich mir jetzt einfach mit den Videos mehr Zeit lassen möchte und einfach dann was raushauen möchte, wenn ich wirklich Kreativität und Elan habe und quasi das Ganze kein Druck eben sein sollte. Denn dann würde nur die Videoqualität runter. Bleiben. Und dann möchte ich mich auch für die ersten Mitgliedschaften und Spenden bedanken. Also wirklich, wow, vielen, vielen Dank, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also vor allem auch an Ehrenvolles und Dankeschön für deine 10 Euro. Das ist echt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin wirklich nur so ein kleiner Fisch und wenn du dann so einen Support bekommst, das ist wirklich auch, ja, danke, vielen, vielen Dank dafür, kann ich nur sagen, absolut Ehre. Und auch an Lucius und Hentermann für deine Mitgliedschaft. Ja, vielen, vielen Dank. Das weiß ich wirklich sehr, sehr wertzuschätzen. Deswegen möchte ich mich nochmal persönlich bei euch bedanken hier. Und ja, das soll es von diesem Video gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer ungeschminkter Blackscreen. Broadcast yourself, broadcast together.